Freitagabend, kurz nach 20 Uhr. Primetime hier für euch über die Wellen von Radio Bielefeld, Radio Gütersloh und parallel im Video-Livestream über Facebook, Twitch und YouTube. Heute Abend ein Star meiner Jugend, zum zweiten Mal zu Gast hier heute bei der Club Business Radio Show. Begrüßt zusammen mit mir Orhan Terzi, besser bekannt als DJ Quicksilver. Orhan, schönen guten Abend. Schönen guten Abend allerseits. Orhan, schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns zum letzten Mal gesehen, vor einigen Wochen auf der Nature One im Backstage-Bereich. Ich freue mich sehr, dass du da bist heute Abend. Was können wir von dir erwarten? Welche musikalische Richtung schlägst du ein? Gibt's so eine gewisse Richtung gibt's eigentlich nicht, weil ich schläg jetzt so auf, wie ich Bock habe irgendwie und ich plane nichts vorher. Einfach Freestyle, so was so in mir schwebt, leg ich einfach auf, was ich geil finde. Du hast aber auch eigene produzierte Tracks mitgebracht. Ja, klar, das gehört dazu. Okay, Leute, wir sind gespannt darauf. Hier für euch Club Business Radio Show mit DJ Quicksilver. Orhan, the stage is yours. Viel Spaß. Thank you.
Club Business Radio Show. Heute mit DJ Quicksilver für euch hier an den Decks. Orhan, du bist schon sehr lange im Geschäft. Viel zu lange. Kann man das so sagen? Nein. Nein. Aber das macht dir immer noch Spaß, man sieht es ja. Bis zum bitteren Ende ziehe ich das durch. Bis es vergeht. Sehr gut. Sag mal, Orhan, du bist ja, wir kennen uns ja schon länger und du bist einer der Künstler, du begegnest jedem Menschen mit einem gewissen Respekt. Aber das macht dich sehr ehrenhaft. Und du hast ein DJ aus England, hast du ein bisschen auf die Sprünge geworfen, wie in Deutschland. Erzähl mal eine ganz kurze Geschichte dazu, damit die Leute wissen. Genau, das ist der Chris Actic. Chris S. Actic ist seit seiner Geburt so größtenteils gelähmt. Kann ein Bein nur ein bisschen bewegen und den Kopf und den Nacken. Und ich war auf einer Rave in Manchester und dann war ich auf dem Weg zur Bühne, gehe dann die Bühnentreppe hoch, guck. Ich sage, was ist das denn? What the fuck is this? Da sitzt einer im Rollstuhl und legt auf. Und er bedient die Player, den Mischer, mit der Nase, mit dem Kinn und mit der Unterlippe irgendwie. Und machte Mixes, wo ich gesagt habe, gibt es DJs, die das schon Jahrzehnte machen und das kein Flow dafür haben. Und der hat das wirklich perfekt hingekriegt. Das hat mich total beeindruckt. Und auch die Lebensfreude, die das ausgestrahlt hat. Der war einfach nur glücklich, da oben zu stehen, die Musik zu machen, die Leute mitzunehmen. Und das hat mich so imponiert, dass ich hinterher mit ihm gesprochen habe und habe gesagt, pass auf, ich möchte, dass du in Deutschland mal irgendwo auf die Bühne kommst. Ja? Ich tue alles dafür. Versprechen tue ich das nicht, weil das mache ich nie, weil was nicht halten kann, ist das doof. Ich sage, ich gebe mein Bestes, dass ich dich da nach Deutschland hole und du auf einen Rave auflegen kannst. Ja? Hat sich total gefreut und dann habe ich mit Veranstaltern gesprochen, unter anderem Werner Griese von Dancefield, der fand die Idee auch sehr toll. Die nächste Party war dann die Outside World in Garbsen an dem Blauen See. Da habe ich mit dem Olli im Vorfeld gesprochen. Ich habe gesagt, Olli, pass auf, ich habe da so eine geile Idee. Was hältst du davon? Da habe ich die ganze Geschichte erzählt. Er war total begeistert. Er sagt, den holen wir jetzt hin. Ich so, ja, super, das wollte ich hören. Ne? Chris hat Bescheid gesagt und der hat sich natürlich gefreut wie ein kleines Kind, war die ganze Tage nervös. Dann haben wir es geschafft, ihn nach Deutschland zu holen. Das ist natürlich immer so ein bisschen gehandicapt. Er muss jemand immer eine Begleitung dabei haben, der mit dem Rollstuhl durch die Gegend schiebt oder hinter dem DJ-Pool schiebt. Und wir haben das hingekriegt und dann war er da, groß angekündigt, vorher noch ein bisschen Presse und am Abend hat er dann da aufgelegt, vor deutschem Publikum das erste Mal in seinem Leben und war total begeistert, die Leute waren sehr begeistert, ein paar waren emotional mitgenommen, dass sie gesehen haben, dass wenn man will, es alles schaffen kann, dass er oben steht im Rollstuhl und hat so eine positive Aura gehabt, so was Positives ausgestrahlt, die Leute waren davon total beeindruckt und er hat die Nacht vorher überhaupt nicht gepennt, wie er sagte, ne? Aber er wurde offenen Arm empfangen. Unter anderem war auch AED dran, AED Brisant heißt die Sendung, glaube ich. Die waren da, die haben Aufnahmen gemacht und das wird jetzt, weiß ich, irgendwann gesendet. Und das ist dann so, wo ich sage, geil, da bin ich auch stolz drauf. Und ich habe den da wirklich im Mittelpunkt gestellt, dass ich da, klar, ich war der Headliner, aber ich habe gesagt, er ist jetzt der Star hier, ihn feiern wir heute. Und das hat wirklich super geklappt und ich hoffe, dass du noch ein bisschen mehr nachkommst, dass so ein paar Veranstalter da ein bisschen hellhörig werden, auch mal auf seinen Kanal draufgehen oder mal bei YouTube von ihm sehen, weil das ist wirklich fantastisch. Er legt auch klasse auf, nimmt die Leute richtig gut mit und das ist heutzutage selten. Ich habe die Videos gesehen davon, sehr, sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Coole Geschichte, Orhan, vor allem super, dass du das so ein bisschen förderst und ihm auf die Sprünge da hilfst, aber lass uns mal über das Daily Business von DJ Quicksilver sprechen. Wie sieht dann dein DJ- und Produzentenleben heutzutage so aus? Hast du eigene Tracks mitgebracht? Ja, eigene Tracks schon, aber ich habe jetzt gesagt, heute Abend lege ich mal so ein bisschen so Sachen auf, die ich persönlich geil finde, die so von alten Mixen, von alten Tracks, bekannten Tracks neu produziert worden sind. Warte, mach in den Übergang. Bevor. We'll be right back.
Er ist und bleibt einfach ein guter alter Profi. Ne? Mal eben so nebenbei einen Übergang aus dem Ärmel geschüttelt. Das ist so alte Schule, also das lernt man wie Fahrradfahren und Schwimmen, wenn man es einmal kann. Dann kann man es auf jeden Fall. Okay. Du kannst es auf jeden Fall. Es gibt natürlich ein paar Profis, die das noch nicht so können, Namen brauche ich jetzt nicht nennen, aber da erschrecke ich mich manchmal, wo ich sage, Jungs, Mädels, 30 Jahre liegt der schon auf und passt irgendwie nicht. Also es ist ganz komisch manchmal. Okay, zurückzukommen auf die Frage. Produzieren und sowas machst du aber heute immer noch? Ja, man macht sehr viel, ich probiere sehr viel. Mal erfolgreich, mal semi-erfolgreich. Natürlich haben die Leute immer eine sehr hohe Erwartungshaltung. Ne? DJ Quicksilver kennt man halt durch die Hits. Ne? Aber Hit ist man nicht mal eben so hingezaubert. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Also man kann jetzt nicht ins Studio gehen und sagen, ich mache jetzt einen Hit und das war's. Ne? Man probiert weiter. Hier gibt es auch noch ein neues interessantes Projekt mit dem bekannten DJ Paul Oakenfold. Alte Legende. Und wir haben da so eine Idee, die wir gerade ausarbeiten. Er ist jetzt auf Tour mit Depeche Mode, sondern mit zwei so ganz bekannten, mit Pet Shop Boys und dann noch jemand, die ist gerade auf USA-Kanada-Tour, füllen ein ganzes Stadion. Ich warte erstmal, bis er wieder da ist, dann können wir wieder über das Business reden. Aber da kommt nächste Zeit was von Paul Oakenfold und Quicksilver raus. Geil, ich bin sehr gespannt darauf. Meine Tochter übrigens liebt deinen Remix von Insomnia. Damals. Somnia hast du ein gutes Brett da hingezimmert. Und selbst meine Tochter, heute mittlerweile ne, 13 Jahre alt schon, feiert das Ding noch nach wie vor. Das werde ich doch gleich für sie spielen, oder? Auf jeden Fall. Leute hier, DJ Quicksilver, Club Business Radio Show am Freitagabend um kurz nach 20 Uhr.
Yeah, yeah. I can't get no sleep. No sleep. Noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. I can't get no sleep. I can't get no sleep. Insomnia. Sleep.
Bye.
Club Business Radio Show. Heute Abend mit DJ Quicksilver für euch an den Decks heute Abend. Orhan, immer schön, dich bei uns hier im Studio zu haben. Zum zweiten Mal dein Set heute Abend gespielt bei der Club Business Radio Show. Ja, sorry, ich bin gerade so ein bisschen abgelenkt. Ich chatte gerade mit dem Paul Oakenfold während seiner Tour. Der hat Spaß, ja. Ich habe auch Spaß, schreibe ich ihm jetzt. Ich habe auch richtig Spaß hier. Club Business Radio Show, vielleicht könnte Paul auch mal gehen. Ja, das wäre natürlich oberste Liga, oder? Ja, wer weiß. Also ich muss ja dazu sagen, ich mache das jetzt seit knapp 18, fast 19 Jahren. Und mein Ziel ist es, Sven Fethi hinzubekommen. Ich habe Sven getroffen auf dem Docklands Festival in Münster. Da habe ich ihm gequatscht. Ich sage, Sven, pass mal auf. Ich mache die letzte Show mit dir zusammen hier. Sagt er, ja, machen wir, Mike. Das Problem ist nur, ich spiele 250 Shows im Jahr weltweit. Der Termin wird das Problem sein. Aber ne, man ist ja guter Dinge, vielleicht klappt es ja irgendwann. Oh, und wie gesagt, schön, vielen Dank, dass du bei uns warst. Dankeschön, ich habe zu danken. Danke an die Hörer, liebe Grüße an alle. Und ja, immer wieder gerne hier. Ich glaube, das ist Radio Show aus dem schönsten Streaming-Studio in Deutschland. Wow, das geht aber runter wie... Yeah, Applaus, geil, schön, freut mich. Eine Sache noch, Social Media, wie bist du dort vertreten? DJ Quicksilver, alles. Ja, ganz kurz vom Übergang, warte mal. Ja, kein Problem. Wie gesagt, das geht runter wie Butter, Orhan. Aber ich sehe schon die nächste Scheibe hier. Auch ein richtig geiler Klassiker von früher. Mega. Das ist so genau mein Ding, weil die Musik so ineinander fließt und nicht gecuttet wird. Alle ein, zwei Minuten neuer Track. Also die Musik muss fließen. Es muss einfach, hineingehen und man muss da eintauchen in die Musik und einfach eine schöne Zeit haben, als immer nur Hände hoch und Party, Party, Party. Hat mir heute Abend mit dir auf jeden Fall Ohren. Vielen Dank dafür. Der Track, der gerade jetzt kommt, ja, hier, wo du gerade Übergang gemacht hast, Go. Im Original von Moby, heute im Bart's Kills Remix. Genau. Geiles Teil. Ja. Orhan, vielen, vielen Dank. Ich hab zu danken nochmals und schönen Gruß an alle. Immer wieder gerne hier. Schön, bis zum nächsten Mal. Leute, hier die letzten Minuten mit DJ Quicksilver bei der Club Business Radio Show.
Thank you.
Auction. A journey of force. Seduction.